Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Unser Team ist sehr sicher zurzeit nach dem dritten Sieg in Folge auch relativ weit in der Teamwertung rausgefahren mit 49 Punkten Vorsprung. Aber das kann sich natürlich sehr schnell ändern hier mit einem Doppelsieg von den Gegnern und keine Punkte von uns. So machen wir das. Was denn? Hallihallo! Mir ist neulich aufgegangen, dass ich wirklich verdammt gut bin. Wir sind diese Saison ganze Sache völlig falsch angegangen. Sie sollten eigentlich für mich arbeiten. Ich verdiene mehr Respekt. Ach, und falls ich meinen Vertrag verlängern möchte, erwarte ich dann auch ein Gehalt, das meinem Talent gerecht wird. Wenn du meinst... Sie können sich glücklich schätzen, jemanden wie mich zu haben. Ja, sowas kommt natürlich, wenn man halt viele Rennen hintereinander gewinnt. Der Agent von Johann Silvander hat diverse Reporter mitgeteilt, dass sie für die nächste Saison Interesse an seinen Klienten gezeigt haben. Stimmt das? Er ist ein interessanter Fahrer. Wir werden es vielleicht mal legen. Ja, da müssen wir mal gucken. Silvander, was kann der denn, der Fahrer? Also Mitarbeiter sind ja auch schon so gut wie fest. Silvander. Wo ist denn der? Hallo, Silvander? Oh ja, Fahrfahrer, die hier. Und wie wäre es mal, wenn ich auch auf Erfahrung klicke? Lipon fährt bei Octane? Ne, ich dachte schon. Stimmt, ich habe noch nicht gar nicht gesichtet, ne, den Fahrer. Das heißt, ich muss den erstmal jetzt raussuchen. Teams. Krüger, Garuda. Erstmal, wir gucken erstmal in der Asienmeisterschaft. Da ist er ja vertreten. Silvander hier oben. Wir sichten den mal, um zu gucken, wie stark der ist. Was hat denn hier? Favoriten entdeckt. Na, das sind entdeckte Fahrer. Lars natürlich auch mit einer sehr starken Leistung. Vertrag läuft aber noch ein Stückchen zu lang für mich. Ansonsten sind hier keine sehr guten Fahrer dabei. Okay, ich müsste auch viele Fahrer jetzt sichten, damit ich genau sicher sein kann, wer gut ist, wer schlecht ist. Die haben keine Teams. Wir sichten den auch mal. Und wieder ein Regen. Ja, das ist ja schon mal super. Das Problem ist halt, ich weiß halt nie, wie stark die sind. So World Series Fahrer, die sind schon relativ gut. Taylor können wir mal gucken. Der Vertrag läuft die Saison aus. Fischer, Zar. Unsere Fahrer von der World Series, die wären natürlich nicht schlecht. Bei uns im Team. Die haben schon Erfahrung in der Meisterschaft. Gonzales. The Wolf. 7 Millionen bei Vertragsbruch. Kann der Fahrer zahlen von mir aus. Smith. Panther Racing. Oh, der ist immer noch ziemlich jung. 28. Pascal Becker. Ja, ich glaube nicht, dass der Interesse bei uns hat. Ja. Also wenn ich den verpflichten könnte, weil ich gehe von aus, der wird auf jeden Fall nämlich 5 Sterne haben. Rodriguez zu alt. McNeil zu schlecht. Moody. Nein, die haben alle noch Vertrag. Für eine gewisse Zeit. Lundqvist könnten wir auch mal gucken. Der Vertrag läuft auch aus. Aber ziemlich alt, das lassen wir mal. So, die Fahrer, die wir jetzt noch haben, die wir uns mal kontrollieren. Wie es aussieht. So. Leistung ist in 9 Tagen fertig. Ja, das ist mal super. Neue Angebote. 400.000 oder 600.000. Ein gutes Angebot. Für 4 Rennen, 7. werden, 1 Million. Ja, nehmen wir mal an. 600.000 ist nicht verkehrt. Und dann, wenn ich Erster werde, 1,8 Millionen. Oder wenn ich Erster werde, 2 Millionen voraus und 1,4 Millionen, wenn ich Erster werde. Dann nehmen wir das mal. Jetzt haben wir erstmal Geld auf der hohen Kante. 8 Millionen. Was könnte ich dafür 8 Millionen eigentlich noch bauen hier? Die Fabrik kostet 15 Millionen.
Ich könnte das, die Strecke bauen. Ich könnte den Windkanal bauen. Mitarbeiterzentrum. Dann würden meine Mitarbeiter besser werden. Das Scouting-Büro schaltet mehr unbekannte Fahrer aus verschiedenen Meisterschaften frei. Mit jeder Ausbau verbessert sich die Auswahl der Fahrer. Ja, bauen wir das mal. Kostet ja nur 2 Millionen. So haben wir vielleicht mal Glück und können auch direkt mal junge, talentierte Fahrer suchen. Und die 2 Millionen hatte ich jetzt auf dem Konto. Es wird halt nur problematisch für die nächste Saison. Gelegenheit für Merchandise. Sing. Ein Getränkefirma hat sich was Neues einfallen lassen. Eine lustige kleine Plastikfigur von Justo Gentino, die jeder verkaufte Kiste beigelegt wird. Ist vielleicht nicht die sauberste Art, Geld zu machen, aber es bringt eine ganze Menge Geld ein. Moral von Gentino minus 10%. Stimmung des Vorsatzes minus 10%, aber 1 Million Geld. 1 Million, hallo? Die Moral, die er da gerade verliert, die kriegt er direkt wieder rein. Das geht relativ schnell, wenn er halt das nächste Rennen gewinnt. Und ich glaube, der hat gerade so einen Push, der hat trotzdem seine 100%, oder? Natürlich. Da geht nichts daran vorbei an dem. Schwarz, die haben mittlerweile 14 Rennen in dieser Meisterschaft. Das ist auch eine ganze Menge. Oh, Bergfest hat seine Führung verloren in der Tabelle. Da hat der Teamkollege auf Punkte geholt und Arch ist Zweiter. Wenn Silva nicht viele Punkte holt in den nächsten paar Rennen, könnte Archer nächstes Jahr in der Meisterschaft mitfahren. Wir gucken mal. 9 Tage vorher ist ein Tag braucht es noch. Dann klicken wir mal drauf. Den einen Tag. So. Nachricht. Ja, ich weiß, dass meine Konstrukteure gerade untätig sind. So, die Leistung jetzt von dem Wagen von Burros. Wir klicken auch mal hier auf die Sachen, damit das Team da auch ein bisschen mitarbeitet. Das heißt, das Getriebe von Burros wird auch nochmal stärker. 2 Tage vorher. Das Fahrverhalten ist gebaut worden. Das heißt, wir könnten jetzt noch eine Aufhängung bauen. Ich mache mir Sorgen wegen der Leistung unseres Fahrzeugs in langsamen Kurven. Hier könnte ein neuer Frontflügel vom Vorteil entbringen. Das wäre toll, wenn wir so die Konkurrenz ausbooten könnten, oder? Hätte einen positiven Einfluss auf Rundenzeiten. Ich weiß, wie viel kostet das Teil für Frontflügel? 7 Millionen. Ich habe gerade so viel Geld. Aber ich will es gleichzeitig auch nicht bauen. Weil ich halt mit ein bisschen Puffergeld, wenn ich aufsteige, halt das Geld habe. Wenn ich halt nicht aufsteige, könnte ich mir noch mehr Geld auf Seite schieben. Steinemann vorbei an Rosini. Ja, noch 2 Teams am Kämpfen. MRT Valbuena kann ich auch noch gut in der Liga halten. Also man muss mindestens einen Punkt holen, um sich irgendwie scheinbar in der Liga zu halten. So, haben wir eigentlich nicht jetzt schon das Scouting fertig für... Ach, der muss warten, bis das Ding fertig ist. Aber bei den... So, Arbeiten sind abgeschlossen. Ja, das wird den Burros auch ein bisschen freuen, dass der seinen Auto-Oma stärker gemacht wird. 12 Tage danach. Gucken wir mal hier, 25 Tage danach. Und ballern wir auch das noch drauf. 9, okay, dann warten wir noch. Machen erstmal jetzt den Heckflügel auf Geschwindigkeit hoch. Er ist immer noch nicht zufrieden, das ist merkwürdig. Der ist ja an sich von der Leistung her nicht so viel schwächer. Fantastisch. Alles sieht großartig aus. Sehr gut. Mein Fahrzeug hat eine bessere Leistung als das von Fabrik Riccio. Ja, Burros. Fertig aus. Okay, wir reisen jetzt. Oh, dann lassen wir das noch. Dritter werden, haben nicht bessere Möglichkeit, das zu erreichen. Es soll regnen in Kanada. Mal wieder. Das heißt, erstmal müssen wir versuchen, wieder auf die Pole Position zu fahren. Das auch wieder problematischer wird.
Aber halt gute Erinnerung an letzte Saison. Wenn wir hier nochmal halt Punkte abnehmen könnten den anderen Teams, das wäre relativ gut. So, wenn wir das, ja, sagen wir das 11. Rennen, also das nächste Rennen hinter uns haben, dann, ja, da sieht man schon die Richtung. Ob es was wird mit dem Titel oder nicht. Gibt es eigentlich im letzten Rennen noch doppelte Punkte? Das weiß ich gar nicht mehr. Wäre natürlich schön, wenn es nicht so wäre. Komm schon, Buros. Der macht keinen einzigen Sprung nach vorne. Was nicht so gut ist. So viele Kurven haben wir zwar. So, dann gehen wir hier auf 88 und Geschwindigkeit gehen wir auf etwas höher. Ne, wir bleiben mal auf 50. Und den... Oh, wieder Supersoft. Wenn ich nicht tanken müsste, könnte fast Gentino durchfahren mit den Reifen. Viel, viel Flügel. So, hier gehen wir auch mal auf 88. Und den Supersoft-Reifen. Und dann gehen wir raus. Dass der Wagen immer hier so ein Geräusch macht, wenn er rausfährt. So, du fährst raus. So, beide Fahrer können rausfahren. Strecke ist ja Gott sei Dank nicht so lang. Aber trotzdem habe ich noch gute Erinnerungen hier dran. Also, dadurch, dass die eigentlich hier mit den Intermediates noch auf der... Ne, die wollten mit Trockenreifen am Schluss noch im Regen fahren. Und dadurch haben wir eigentlich erst das hingekriegt mit dem Doppelsieg. Und letztes Mal, als wir hier waren, war es auch nicht so schlecht. Obwohl wir keinen Sprit haben, haben wir trotzdem das Rennen gewonnen. Noch so einen extra Stopp eingelegt sogar, um schneller zu sein. Und noch die schnellste Runde mehr zu holen. Ach komm, Floris. Echt jetzt? Dass Floris auch immer der, die ist, die eigentlich relativ früh aus dem Boxengasse rausgeht. So, eine Sekunde Vorsprung und Floris hat wieder eine gewisse Zeit Vorsprung. Das kann ich mal schön vergessen hier. Nächste Runde drehen wir auf. Zwar nicht Volldampf, aber wir drehen ein bisschen auf. Oh, Vierter. Zack, Erster. Haha, so schnell. Toll. Und direkt hinter uns fährt ein anderer direkt die schnellere Runde. Keine Bestzeit im ersten Sektor? Was hat denn der eine für eine Bestzeit hier gefahren im ersten, zweiten Sektor? Oh, schon merkwürdig hier. Oh, ich habe eigentlich mal hoch gedreht und trotzdem ist er langsamer. Ah, schon komisch. Aber die Edda konnte halt ihre Zeit verbessern. Ja, der hängt ein bisschen im Verkehr gerade fest, wie ich sehe. Und wenn einer langsam fährt, dann ist das nicht so gut. So, ein gutes Setup. Das heißt, wir können jetzt direkt auf den Renntrim gehen. Mit den Ultrasoft-Reifen. Sogar noch ein besseres Setup. Also, Setup-mäßig läuft sie richtig gut in Kanada. Und wir haben noch viel, viel Zeit zum Fahren. Genau die Hälfte gebraucht für die drei Runden. Vielleicht lasse ich auch Edda wieder im letzten Rennen fahren. Das hat sie auch schon ziemlich gut hingekriegt. Letzte Mal. Ah, hier bin ich ein bisschen enttäuscht, dass der gerade nur auf Platz 6 rumgurkt. McNeil auf 4 und 5. Das ist keine gute Leistung. Von Gentino. Hat die letzten drei Rennen gewonnen. Ne? Ist jetzt schön aufgeblasen, dafür aber langsamer. Na, ganz toll. Das sieht so aus, als ob es gleich anfängt zu regnen. Das sah aber auch in Australien so aus, als ob es jeden Moment anfängt zu regnen. Okay, wir drehen den Motor ein bisschen auf. Und die Reifen. Weil sowas fahren wir auch im Rennen. Also wir fahren ja nicht nur auf neutral, wir fahren ja auch mal schnell. Aber wir haben einen vollen Tank. Das ist halt das Problem, ob wir jetzt hier halt die Bestzeit fahren können oder nicht. Zumindest mal im besten ersten Sektor. Also jetzt nicht
Absolute Bestzeit, aber im Grün. Ja, und nochmal. Wir kommen zumindest mal näher und... Ja, neue Bestzeit. Und das, obwohl wir nur ein bisschen mit vollem Tank fahren. Das ist sehr schön, dass wir das haben. Und dann kann er danach nicht mehr nachlegen. Na, kommen wir direkt mal in die Box. Das ist ein erster und zweiter. Und das sehr, sehr nah beieinander. Ja, wenn der Wagen ja stärker wird von Duos oder halt jetzt hier Edda, dann sind sie allgemein einen Tick stärker. Und wir können halt gute Punkte holen. So, nach 4 Runden kommen beide Fahrer rein. McLeod ist relativ langsam zurzeit. Also, okay, ich weiß jetzt warum. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass die ja hier Nackenprobleme hat. Und ich kenne das selber. Nackenprobleme machen langsamer. So, Poleta grüßt wieder von oben. Haben wir ja den letzten Rennen auch schon gemacht. Ein sonniges Qualifying. Hoffen wir mal. Jupp, ein sonniges Qualifying auf jeden Fall. Dann ultraweiche Reifen mit Rennen drin. Und Super Bowl mit Qualifying drin. So, dann geht es jetzt direkt ins Qualifying. Buros darf natürlich wieder als erstes rausfahren. Kurz dahinter kommt jetzt Shintino. Und so dürften eigentlich beide eine freie Runde haben. Solange jetzt die anderen Fahrer jetzt langsam rauskommen. So, jetzt können sie drin bleiben, bitte. Ach, nö. Weil die Boxen einfach zu kurz ist, kommt der Elfplatzierte hinter uns raus. Okay. Shintino hat noch mehr Glück. Und Flores hat Pech, jawohl, der Verkehr. Shintino mit dem besten ersten Sektor. Flores kann da nicht mithalten. Gerade. Oh, Boas, was macht der denn hier? Ah, ne, Flores ist die beste Zeit gefahren im zweiten Sektor. Shintino. Und Flores fährt nochmal eine halbe Sekunde. Ja, genau. Die hat Verkehr und fährt trotzdem eine halbe Sekunde schneller als hier. Aber Buros sehr, sehr nah dran. An der Zeit. Und damit sind wir jetzt Vierter. Das heißt, zur Zeit haben wir kein Geld. Uiuiui. Wie kommt der so angedonnert? So, wir können natürlich noch einen Versuch starten. Bei 12 Sekunden Training. Aber wir warten noch, bis ein bisschen mehr Dings da ist. Könnte natürlich auch ein bisschen falsch sein. Jetzt zu warten und am Schluss fängt an zu regnen. Naja, wartet mal. So, jetzt könnte die Strecke so langsam frei werden. Aber jetzt fahren ja noch Fahrer raus. So, nach der 20 jetzt kann dann Buros rausfahren. Und dann ganz knapp, kurz vor knapp, dann Shintino. Was heißt kurz vor knapp? Also der ist doch relativ früh noch unterwegs, wäre das. Warte noch. Da kommen jetzt zu viele Autos auf einmal raus. Jetzt ist der Punkt. Das könnte genau passen. Ein schön freier Punkt in der Boxengasse. Jawohl. Aber wir haben erstmal Buros. Den ich, finde ich, wieder zu früh rausgeschickt habe. Der hat wieder gleichen Verkehr. Aber natürlich dadurch, dass alles hier schneller wird. Leichter Rückstand nur. Und erster. Super letzter Sektor von Buros. Gucken wir mal, Shintino. Leichter Rückstand. Aber Flores fuhr erstmal nochmal schneller. Zweiter Sektor. 15.000. Und reicht das für die Pole? Nein. Zweiter. Aber wieder richtig gutes Ergebnis. Platz 2 und 3.
Das heißt, selbst wenn Floris einen schlechten Start hinlegt, kommt mindestens Gintino vorbei. Wenn Gintino einen schlechten Start macht, sind wir Zweiter mit Buros. Mit allen normalen Start machen, sind wir Zweiter und Dritter. Aber näher rangekommen noch am Schluss. Das war, warum wir am Anfang so Probleme hatten mit dem Qualifying. Keine Ahnung.